Willkommen zur Hoffnungszeit, heute aus Weingarten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anita Wenger und bin Heimleiterin im Eugen-Bolz-Studentinnenwohnheim und pastorale Mitarbeiterin im Dekanat Allgäu-Oberschwaben. Heute, am 25. November, gedenkt die Kirche der heiligen Katharina von Alexandrien. Wie passend, diese ist auch Patronin der Studentinnen. Was mir in diesen Zeiten Hoffnung gibt, das sind gerade auch hier an den Hochschulen die vielen kleinen Zeichen der Nähe und Verbundenheit, des Sorgens füreinander, des Achtsamseins. Bitten, hören, Dasein, vergeben, teilen und danksagen. Gottesdienst im Alltag. Hoffnung gibt mir auch, wenn ich abends zur Hoffnungszeit in den Fenstern die Kerzen aufscheinen sehe. Das schenkt Nähe in aller Distanz und gibt Kraft für den nächsten Tag. Die heutige Lesung aus dem Römerbrief spricht von der Hoffnung in bedrängter Zeit. Gerecht gemacht also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch die Heilige Geistkraft, die uns gegeben ist. Beten wir miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, wir hoffen auf dich und vertrauen dir. Schenke uns Zuversicht und Mut. Lass uns geduldig sein und durchhalten. Nähre uns mit Liebe und neuer Kraft, dass wir allen helfen können, die unter dem Virus besonders leiden. Segne uns und alle Menschen mit deiner Gegenwart. Und so segne uns Gott, Vater und Mutter, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen.